Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Große Runde heute. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ja, willkommen zu einer Sendung, in der wir heute einen weiten Bogen spannen werden. Und wenn er gelingt, dann werden wir am Ende sehen, dass alles mit allem zusammenhängt, auch wenn es auf gar keinen Fall miteinander verglichen werden darf. Er gehört zu denen, die schon länger ahnen, was unter der Oberfläche auch bei uns hier in Deutschland brodelt, dass es auch in Deutschland Hunderte gibt, denen ganz offenbar nicht passt, wie wir leben und die deshalb auch zu Terroranschlägen bereit sind. Die Bilder aus den Folterkammern von Abu Ghraib, sagt er, haben mehr zur Radikalisierung beigetragen, als wir glauben. Herzlich willkommen dem Terrorismusexperten Elmar Thewissen. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, diffuse Ängste, Hass auf Fremdes und unvorstellbarer Fanatismus. Was heute die Welt spaltet, hat es schon einmal getan in Ihren Erinnerungen. Eine wirkliche Pflichtlektüre beschreibt sie sehr, sehr eindringlich, wie die Nazis ihr die Würde genommen haben und versuchten, sie zu einem Nichts zu machen. So formuliert sie es auch in diesem Buch. Ohne Haare, ohne Kleider, mit einer tätowierten Nummer auf dem Arm. Sie war erst in Auschwitz, dann in Bergen-Belsen. In Auschwitz, sagt sie, hat man die Menschen systematisch ermordet. In Bergen-Belsen sind sie einfach krepiert. In der nächsten Woche jährt sich die Befreiung von Auschwitz zum 70. Mal. Und wir werden in den nächsten Tagen immer wieder mit Überlebenden sprechen. Herzlich willkommen also der Cellistin Anita Lasker-Wallfisch und ihrem Enkel, ebenfalls Cellist, Simon Wallfisch. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass mir mein Cello das Leben gerettet hat, sagt Anita Lasker-Wallfisch. Sie hat es geschafft, die Liebe zu einem Streichinstrument auch an ihren Enkel weiterzugeben. Bei ihm, und damit kommen wir zum heiteren Teil des Abends, hat das leider Gottes nicht funktioniert. Sein Sohn, der neben ihm sitzt, sollte Geige lernen. Doch, ich zitiere, nach der vierten Stunde hat er die Geige voller Wut auf dem Kopf seines Bruders zertrümmert. Er, das ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt, und macht mit seinen Welttourneen ähnliche Umsätze wie die Rolling Stones oder Elton John. Sein Sohn ist der Mensch, mit dem er so eng zusammenarbeitet wie mit kaum einem anderen. Wie kann das also gut gehen? Vater und Sohn, die sich gegenseitig öfter sehen als ihre eigenen Frauen. Herzlich willkommen, André und Pierre Rieu. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und wir begrüßen sehr herzlich... Und wir begrüßen sehr, sehr herzlich einen Mann, der zwar, schauen Sie in dieses Gesicht, unglaublich freundlich aussieht, doch der in seinen Büchern schon so viele Bösewichte um die Ecke gebracht hat, dass er von seinen Lesern oft gefragt wird, wie krank muss man eigentlich sein, um sich so etwas Abartiges auszudenken, woraufhin er gerne antwortet, und wie krank muss man eigentlich sein, um für so etwas auch noch Geld auszugeben. Er, das ist, ja. Er, das ist der Star des deutschen Psychothrillers, gerade mit Passagier 23 wieder seit Wochen ganz vorne auf den Bestsellerlisten. Und genau dieser Mann sagt jetzt, es gibt ihn, den Ort für den perfekten Mord. Und dieser Ort erinnert sehr an das Traumschiff vom ZDF. Herzlich willkommen, Sebastian Fitze. Ich freue mich sehr. Wir werden gleich darüber reden. Was da eigentlich passiert ist, da fällt mir gerade ein, bevor wir später darüber sprechen. André Rieu sitzt gerne zu Hause und guckt Traumschiff, stimmt das? Traumschiff? Nein, ja. Ich habe einmal mitgespielt, aber... Im Traumschiff? Ja. Ja. Aber niemanden umgelegt? Nein. Okay, aber ich habe nur gehört von Pierre, der sagte, Papa sitzt eigentlich gerne zu Hause und guckt gelegentlich mal das Traumschiff vom ZDF. Ja, wenn es so vorbeikommt, ja. Wenn es so vorbeikommt, so. Sie werden, lieber André Rieu, dieses Traumschiff gleich mit ganz, ganz anderen Augen sehen. Dazu später mehr. Elmar Thewissen ist unser Gast und wir müssen in diesen Tagen leider auch ein bisschen ernsthafter werden. Wir reden über Islamismus, wir reden über Terrorgefahr, plötzlich auch in Deutschland. Wir reden über ein Demoverbot, Pegida,
Demonstrationen verboten, auch die Gegendemonstrationen verboten. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen der Behörden? War das zu voreilig, weil es auch ganz massiv in Grundrechte eingreift? Oder ist diese Angst berechtigt, dass da was passiert? Also ich kann es verstehen, weil die Behörden natürlich schon ernsthafte Warnungen bekommen haben. Und dann ist es eine ganz schwere Entscheidung zu sagen, wer übernimmt hinterher die Verantwortung, wenn etwas geschieht bei solch einer Demonstration. Aber durch diese Entscheidung, und da beneide ich auch die Behörden nicht, haben sie sich jetzt in einer Art Zwickmühle manövriert. Mhm. Weil solange man den Täter hinter diesen Drohungen nicht findet, besteht ja eigentlich die Bedrohung weiter. Das heißt, nächsten Montag haben wir die gleiche Frage und übernächsten Montag. Und je länger diese Demonstration dann verboten wird, desto größer wird auch die Diskussion, ob die Meinungsfreiheit nicht viel wichtiger ist. Und die große Frage ist natürlich, wo fängt es an und wo hört es auf? Genau. Also zum Beispiel Dresdner Bahnhof, Berliner Bahnhof, da gab es ja auch ganz konkrete Drohungen offenbar, aber die sind immer noch offen. Kannst ja nicht im Bahnhof einfach zumachen. Ja, das ist so. Eigentlich ist ja das genau das, was Terroristen wollen. Sie wollen Angst erzeugen. Das ist auch viel wichtiger für Terrorismus als die Zahl der Opfer am Ende. Mhm. Es geht darum, psychischen Druck auf eine Bevölkerung, auf eine Regierung, auf einen Staat, eine Gesellschaft auszuüben, damit die dann etwas tut oder unterlässt. Das ist eigentlich die bessere Definition von Terrorismus. Mhm. Und wir ermöglichen das, ja, wenn wir entsprechend uns Angst machen lassen und uns einschränken lassen. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, ich schreibe mal einen Kommentar darüber, wir müssen mit dieser Stärke der freiheitlichen Gesellschaft antworten. Wir dürfen uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Da klatschen Menschen zu Recht, wie ich finde. Und gleichzeitig erlebe ich im Bekanntenkreis und ganz ehrlich auch bei mir selbst, da gibt es schon so ein diffuses Gefühl von Angst. Und ich erlebe viele Menschen, die im Gespräch auch sagen, so wie jetzt hatten wir das eigentlich noch nie. Wie groß ist diese Gefahr im Moment tatsächlich? Wie schätzen Sie das ein? Also es ist so, dass die Behörden sagen, es gibt eine abstrakt hohe Gefährdung, die haben wir seit mehreren Jahren schon. Aber es gibt tatsächlich in den letzten Wochen konkretere Hinweise auf geplante Anschläge in Deutschland. Die kommen von ausländischen Geheimdiensten. Mhm. Das hat dann zur Folge, dass hier in Deutschland natürlich überprüft wird, wer sind die, die so etwas machen. Da hat man Telefongespräche abgehört, da hat man E-Mails abgefangen auf dem Balkan. Man kann es also auch lokalisieren. Das kommt aus sogenannten dschihadistischen Netzwerken, also Leute, die man kennt, die man dem islamistischen Terror zuordnet. Und deswegen wird das von den Behörden so ernst genommen. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt bisher keine Hinweise, weder für deutsche Behörden noch für ausländische Behörden, dass eine Planung schon so weit fortgeschritten wäre, dass jetzt bald was passiert, dass Waffen beschafft sind, dass Bomben gebaut sind und Ähnliches, dass Personen eingereist wären, um hier etwas zu tun. Und deswegen muss man am Ende sagen, wir müssen mit einer aufmerksamen Gelassenheit damit umgehen. Das heißt, selber auch dazu beitragen, wenn man was Verdächtiges sieht, irgendwo die Behörden zu informieren, einzuschalten, um es einmal zu überprüfen, aber es gibt wirklich keinen Anlass zur Panik. Oder ist es einfach nur eine Änderung der Strategie? Das könnte ja auch der große Plan sein, also der ganz große Anschlag, dass der gar nicht geplant ist. Aber stattdessen diese kleineren Geschichten, die im Zweifel auch Tote kosten und Menschenleben kosten. Das ist tatsächlich die neue Strategie, die jetzt seit dem Jahr 2010 von Al-Qaida ausgerufen wurde. Man hat in Berlin bei einem Terrorverdächtigen auf einer Speicherkarte, die er in seiner Unterhose versteckt hatte, Dokumente der Al-Qaida-Führung gefunden. Und in diesen Dokumenten ist diese neue Strategie damals dargelegt worden, die da hieß, statt dem einen großen Anschlag, der in der Regel frühzeitig auffliegen kann, weil man ja international kooperieren muss dafür, sich die Materialien beschaffen muss und die Behörden sind halt viel besser geworden in der Überwachung, sollte man lieber viele kleine Anschläge verüben. Durch diese kleinen Anschläge wird die Angst erzeugt. Das hat eine ähnliche psychische Wirkung wie ein großer. Dadurch richtet sich der Staat, aber auch die Bevölkerung selber gegen die Muslime in einer Gesellschaft. So steht es in den Dokumenten drin. Die entfremden sich mehr und mehr aus dieser Gesellschaft und sind umso mehr bereit, dann am Ende gerade junge Muslime auch bereit, mitzumachen bei diesem sogenannten Heiligen Krieg. Was sind das für Männer, zum Beispiel auch die in Paris? Das sind ja keine Menschen, die irgendwo in Syrien, Irak, wo auch immer geboren worden sind, sondern es sind junge Europäer. Teilweise Europäer zu zwei Dritteln, habe ich neulich gelesen, die überhaupt keinen religiösen Hintergrund haben. Die wissen überhaupt nichts von der Religion. Also warum radikalisieren sie sich? Warum sind die so empfänglich für genau das, was da passiert? Das sind Verlierer in der französischen Gesellschaft. Hier in Deutschland ist das ähnlich bei Terrorverdächtigen in den letzten Jahren. Diese beiden Brüder, die Kouachi-Brüder, hatten keine Eltern, sind in einem Heim aufgewachsen. Die Eltern sind früh verstorben.
Im Heim waren sie eigentlich in einer relativ behüteten Umgebung, sind aber dann nach Paris gekommen in einer Phase als junge Erwachsene, haben keinen Anschluss gefunden, keine Perspektive, keine Arbeit, sind kriminell geworden und dann ins Gefängnis gekommen. Und im Gefängnis fand dann die Radikalisierung von einem der beiden Brüder, Sherif Kouachi, dann statt, weil er dort einen alten Al-Qaida-Terroristen kennengelernt hat. Und der hat ihm erzählt, wir kümmern uns um dich, der Islam ist deine Religion, wir sind deine Familie, wir geben deinem Leben Halt, Orientierung und Struktur und du bist Opfer dieser Gesellschaft und wir Muslime sind auch Opfer der Gesellschaft und dem, was los ist in der Welt. Da gibt es einen Solidarisierungseffekt und dieser Prediger hat dann tatsächlich den jungen Leuten eine Richtung gegeben und eben eine brandgefährliche Richtung. Wie ist das, André Rieu, in Holland? Wie nehmen Sie die Stimmung dort wahr? Eine Stimmung, die ja schon auch in den letzten Jahren, das hat man immer wieder mitbekommen, teilweise sehr, sehr aufgeheizt war und wo dann die Stimme der Vernunft es manchmal schwer hatte, noch durchzukommen und gehört zu werden. Gestern Abend habe ich der Bürgermeister von Rotterdam, der Islam, der selber Muslim ist, ein sehr weiser Mann und das habe ich mit großem Interesse gesehen. Er sagt, das ist natürlich unglaublich schade, dass jetzt so ein paar Kerle mit Kalaschnikows das so versuchen zu regeln und die anderen 99,9 Islam sind alle freundlich. Das ist der Bürgermeister, der Schlagzeilen gemacht hat, auch weltweit, der auch von Boris Johnson, dem Bürgermeister aus London, große Zustimmung dafür erfahren hat, weil er sagte, als Muslim, der er ist, und dann auch im Zweifel in der Lage, auch einen solchen Satz zu sagen, wenn es euch nicht passt, wie wir leben, dann haut doch einfach ab. Ja, genau. Mhm. Und der ist der Einzige, der das jetzt sagt. Das Problem ist, wohin sollen die abhauen? Die sind ja hier geboren. Also die, die dieses System oder diese Gesellschaft nicht wollen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, bei denen muss man natürlich diese Frage stellen. Wenn sie in einem System nicht leben wollen, dann ist in der Tat, und es gehen viele, die entscheiden sich freiwillig, und zwar 600 allein aus Deutschland, nach Syrien und Irak in den letzten Jahren und kämpfen dort. Ich würde gern zu Holland noch mal ein Beispiel nennen. Wir hatten ja im Jahr 2004 eine ähnliche Situation wie jetzt. Damals wurde, viele erinnern sich, Theo van Gogh ermordet, der Filmemacher, weil er einen Film gemacht hatte, durch den sich einige provoziert fühlten. Er wurde auf offener Straße ermordet von einem jungen Mann marokkanischer Abstammung, Mohamed Bouyeri, der eigentlich gar nicht mehr Arabisch sprach, sondern Holländisch sprach, in der Gesellschaft aufgewachsen war, zweite Generation Zuwanderer. Und das Interessante oder Verrückte daran ist, es war einerseits ein kaltblütiger Al-Qaida-Mord, also gesteuert und beauftragt, dieses durchzuführen. Und ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, ganz klar. Und gleichzeitig auch interessant, was dahinter steckte. Mohamed Bouyeri hat versucht, sich in seinem Stadtteil für arbeitslose Jugendliche zu engagieren. Er ist eingetreten vom Stadtparlament, um Fortschritte für die jungen Marokkaner in dieser Gemeinde zu erzielen. Theo van Gogh hat genau dasselbe gemacht. Er hat teilweise in einer Jugendeinrichtung freiwillig gearbeitet, Theo van Gogh. Er hat einen Film gemacht, um auf die Probleme der Zuwanderergeneration, der zweiten Zuwanderergeneration aufmerksam zu machen, hat sich für sie engagiert. Und ausgerechnet die beiden, die eigentlich damals dasselbe wollten, treffen dann in dieser Situation als Mörder und Opfer aufeinander. Und das wirft eben die große Frage auf, wie kann man verhindern, dass ein junger Mann zu so einem Mörder wird? Er hat in seiner Botschaft, die er da hinterlassen hat, reingeschrieben, keine Demonstrationen, keine Petitionen mehr, keine Eingaben mehr, nur der Tod soll die Wahrheit von der Lüge trennen. Das heißt, wenn eine Gesellschaft nicht in der Lage ist, Ärger, Frust, Hass, das, was sich entwickelt in diesem Fall, weil er keine Arbeit, keine Perspektive gefunden hat, das nicht umzusetzen in etwas Positives für diese Personen, sondern nur dieser Hass und dieser Frust erzeugt wird, dann ist etwas in der Gesellschaft falsch. Und daraus müssen wir lernen, wie können wir es schaffen, dass junge Leute an diesen Weggabelungen, an denen sie stehen, nicht falsch abbiegen. Also, herzlichen Dank für diese Einschätzung und zum Schluss gerne noch mal
Auch das ist, glaube ich, etwas, was vielen im Moment so geht. Ich stand am Freitagabend bei meinem Gemüsehändler in Köln und man ertappt sich dabei, dass man sich schämt, weil man auf die Idee kommt, Menschen, die Muslime sind, alle plötzlich in einen Topf zu rühren und zu sagen, was hat der möglicherweise im Schilde? Ich weiß genau, dass der nichts im Schilde hat, außer mir Obst und Gemüse zu verkaufen. Und man muss immer wieder daran erinnern, dass es Muslime sind, die in allererster Linie Opfer von islamistischem Terror werden. Das vergessen die allermeisten. Also das Ganze hat in Wahrheit mit Religion eigentlich nicht viel zu tun, sondern mit ganz anderen sozialen Hintergründen. Wie macht ihr das, wenn ihr auf Tournee seid, Pierre und André Rieu? Sicherheit, großes Thema, wenn ihr irgendwo in einer Stadt ankommt, schon mal Drohungen erhalten. Wie geht man damit um? Nein, es ist immer schön zu sehen, wenn zum Beispiel in Maastricht spielen wir auf einem großen Platz. Da ist ein Polizist. Und der tanzt mit. Und dann ein anderes Mal ist er auf dem Markt. Das andere Platz ist dann ein Popkonzert. Da braucht man dann 2000 Polizisten und die müssen wirklich arbeiten. Also nein, bei uns ist das alles freundlich und nett. Wir hatten André Rieu schon einmal bei uns zu Gast in der Sendung und da saß ein junger Mann hinten in Reihe 1, ungefähr da, wo die junge Frau da... Oder da, alle, ne? Haben da auf ihn geguckt. Alle haben auf ihn geguckt, weil man frisurtechnisch sofort sehen konnte, wer zu wem gehört, das muss man auch mal sagen. Und das war nämlich Pierre, der da in Reihe 1 saß. Und wir haben damals erfahren, dass ihr schon relativ lange sehr, sehr eng zusammenarbeitet. Also welche Rolle spielt Pierre in dem Unternehmen André Rieu? Mehr und mehr nimmt er Marjorie, meine Frau und mich, Arbeit aus den Händen, sodass wir uns völlig auf die Musik konzentrieren können. Und das ist wirklich ein fantastisches Geschenk, dass er wohnt auch noch 50 Meter von uns entfernt mit seinen beiden kleinen, meine Enkelkinder. Ja. Und ja. Meine Frau. Und, ja. Und auch mit der Frau, ja, muss man darauf hinweisen. Das ist wichtig. Ist das denn, Pierre, aus deiner Sicht auch ein Geschenk, mit dem Vater zusammenzuarbeiten? Oder würdest du es eher anders sehen? Ist es schwierig? Also geht man sich da manchmal auch auf den Geist? Das sagt er nach der Sendung. Ja. nee, das ist, wir nennen ihn zu Hause den Stalker. Das ist aber ein Witz. Ist nett gemeint, ja. Ist nett gemeint. Ich meine, wir sind so viel weg, wir sind so viel unterwegs. Und glücklicherweise gibt es Handys, wo wir eher skypen können nach Hause und die Kinder so wachsen sehen können. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich mit zu Hause sein und die zu knudeln zu können. Und davon verstehen wir das auch total, dass er jede freie Minute bei uns ist. Wenn man sich dieses Vater-Sohn-Verhältnis so anschaut, das ist ein Thema, Vater-Sohn-Verhältnis, das wir immer wieder in der Sendung haben. Und immer wieder, wenn man mit berühmten Menschen spricht, stellt man fest, also wenn es berühmte Männer sind, das Verhältnis zum Vater ist ein ganz besonderes Verhältnis. Und es ist häufig auch ein schwieriges Verhältnis. War das bei dir auch so? Bei mir war das ja absolut. Mit meinem Vater. Ja? Ja. Warum war das so schwierig? Ich sagte in der Schule, also ich... Mathematik oder so, dann habe ich das nicht verstanden. Dann sagte der Lehrer, ach, wir versuchen das mal mit Dirigentchen und dann so eine denigrierende Bemerkung. Das war immer schwierig. Dein Vater war Dirigent? Ja, mein Vater war Dirigent. Ein sehr bekannter Musiker? Ja. Was war das für eine Persönlichkeit? Was war das für ein Vater? Er war ziemlich, er war zu Hause auch Dirigent. Heißt? Das heißt, es war schwierig. Man kann ja nur dirigieren oder man kann auch den Taktstock zu was anderem benutzen. Ne, ja, nee, aber er war zu viel Dirigent auch zu Hause. Nicht? Das war wirklich schwierig. Das heißt, sehr autoritär? Ja. Ja. Gibt es eine bestimmte Situation, die du erinnerst? Uff, viele. Nein, es war einfach schwierig. Also wenn er sprach, dann konnten wir nicht reden und wenn er arbeitet, dann müssen wir still sein. Und nicht nur das, es war, seine Meinung war heilig. Fertig. Das ist, ich hoffe, ich habe das anders gemacht. Wie hat dich das geprägt, die Tatsache, dass man da diesen sehr autoritären Vater hat, der keine zweite Meinung neben seiner gelten lässt? Ich habe ein paar Jahre Therapie gebraucht, um da über ihn wegzukommen, ja. Das war, aber ich bin total froh, dass ich das gemacht habe und hoffe jetzt, dass ich das nicht mit meinen Kindern gemacht habe.
Wann ist dir das aufgefallen, in welcher Situation deines Lebens, dass es da möglicherweise etwas gibt in der Vergangenheit, was mal dringend bewältigt gehört? Naja, man merkt mal reden das muss. Nicht. Da stimmt was nicht und ich will das. Ich habe immer intuitiv gefühlt, ich will das anders. Mhm. Du hast einen Bruder, ja, der auch Musiker ist. Ihr habt zusammen sogar mal einen. Zwei Brüder. Einer, der auch Musiker ist, mit Walzer komponiert, auch gemeinsam zum Beispiel. Ja. Unter anderem. Und ich habe irgendwo einen Satz gelesen, der ist mir wirklich hängen geblieben. Du sagtest sinngemäß, wenn ich mit meinem Bruder telefoniere, kommen wir spätestens nach 20 Minuten auf den Vater zu sprechen. Ja. Auch heute noch. Ja. Was ist der Grund dafür? Weil er sich, das ist mein Bruder, der in Marseille wohnt. Mhm. Und Cellist, ja. Auch Cellist? Ja, in der Oper. Und er hat das dieselbe Erziehung. Er hat das, denke ich, noch schwieriger gehabt als ich, aber hat das nie verarbeitet. Also wenn ich ihm anrufe, ich habe ihn vor 2 Tagen noch angerufen für ein etwas anderes, nach 10 Sekunden war es wieder Kanada. Und ich habe ihm sehr oft gesagt, du musst dran arbeiten, anstatt das sitzen zu lassen. Aber was beschäftigt ihn dann? Also das ist ja dann nicht die Frage, wie geht es zu Hause? Es ist nicht mehr zurückdrehbar. Das alles, was man ein jugendlicher Junge abgenommen hat, um eine leckere, schöne Jugend zu haben, nicht? Das kann man nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Und das beschäftigt ihn. Ich habe das verarbeitet. Kann man das jemals wirklich loswerden, auch mit Hilfe einer Therapie beispielsweise? Ja, ich glaube, ja. Ja. Man kann da, also alles ist relativ. Was sie erlebt hat, ist natürlich, ja, aber verstehst du, es ist viel schlimmer. Also man muss das ja auch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das ist nur, weil du mich fragst und ich ehrlich antworte. Ja, und ich frage das auch deswegen, weil das, wie gesagt, immer wieder Thema auch in der Sendung ist, dass man feststellt, speziell das Vater-Sohn-Verhältnis schwierig ist. Das Schöne daran ist, es irgendwo wirkt das auch in unser Vorteil, weil er hat entschieden, ich mache das anders. Mhm. Und ja, ganz bewusst. Wir sind auch ganz frei erzogen. Mhm. Hast du, Pierre, deinen Großvater bewusst erlebt? Nicht so ganz bewusst, nee. Mhm. Ich habe irgendwo noch... Was hat dein Vater dir vom Großvater erzählt? Das, was er dir auch jetzt erzählt. Ja. Das heißt, ihr habt offen darüber gesprochen? Oh ja, alles. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Wir besprechen alles offen. Und das war bei ihm zu Hause nicht möglich. Er hasst es, wenn es Geheimnisse gibt oder darüber darf man nicht sprechen, weil das war bei ihm zu Hause, das war ein Thema. Und bei uns, wir reden über alles. Deshalb können wir auch so gut zusammenarbeiten, weil wir alles aussprechen, alles. Mhm. Ja. Du hast eben gesagt, André... Und Respekt füreinander hat, das ist sehr wichtig. Respekt füreinander? Füreinander. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass mein Vater keinen Respekt für mich oder andere Leute hat. Ist nur. Dann stelle ich es mir nicht einfach vor, wenn der Vater ein so großer Musiker ist. Fantastischer Musiker. Genau, der auch in Leipzig auch gearbeitet hat und so weiter. Und dann geht der Sohn her und sagt, ich beschreite auch diesen Weg. Ich beschreite den gleichen Weg. Ich werde auch Musiker. Ja, ob ich das jetzt gewollt habe, ich weiß es nicht mehr. Ich bin da reingerollt. Reingerollt oder reingerollt worden? Beide, ja. Es hat mir geholfen, meine erste Lehrerin, da war ich 5, die war blond und schön, da war ich sofort verliebt. Ja. Das hat mir natürlich geholfen. Ja, verstehe ich. Aber verliebt zu sein führt natürlich nicht automatisch dazu, dass man sehr viel mehr übt, ne? Nee, aber die Geige, das ging von selber und so bin ich da reingerollt. Das heißt, es hat Spaß gemacht. Ja, aber trotzdem geht es ja dann darum, die Anerkennung sich dieses Vaters zu holen, ne? Ja, das ist etwas, was viele Leute mich jetzt noch sagen. Warum machst du das eigentlich? Ist das noch immer um die Anerkennung von deinem Vater? Ich denke nicht, echt nicht. Ich habe, wenn ich da auf die Bühne stehe, mein Publikum wird das auch, denke ich, bezeugen. Viele Sachen, aber nicht an deinen Vater. Nein, dann denke ich echt nicht. Bitte, bitte, nein. Wie lange würdest du sagen, hast du für deinen Vater deine Konzerte gemacht? Nie. Nee, weil ich habe sofort eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Also ich habe mein Konservatorium und alles gemacht. Und dann habe ich Salonmusik gespielt. Walzer und so. Was ich noch mache. Und dann war er ganz böse. Er sagt, dafür habe ich dich nicht erzogen.
Und ich habe auf Bröllhof, wie heißt das, Hochzeiten ja. gespielt und so. Das ist schlimm. Aber ich hatte Spaß und ja. das war natürlich für mich unglaublich wichtig. Stimmt es, dass es ausgerechnet ein Konzert deines Vaters war, das dazu geführt hat, dass du irgendwann genau in diese Walzer-Richtung gegangen bist? Ah ja, sehr. Das ist nicht ein Konzert, aber wie gesagt, er war ein fantastischer Musiker und er liebte Wiener Walzer. Mhm. Also da ein schönes Konzert, Beethoven, Rachmaninoff, weiß ich was. Und dann gab er eine Zugabe und dann spielte er einen Walzer. Mhm. Und dann drehte er sich um zum Publikum und das ging dann von selber. Das ist eigentlich, das habe ich von ihm, denke ich. Dieser Kontakt mit dem Publikum hat er auch sehr geliebt. Das war aber sozusagen das auslösende Moment. Also zu sehen, die vor ja. ganz ernsthaft und genau, plötzlich spielt die Walzer. Genau, und ich habe um mich herum geguckt. All diese Leute, die ganze Zeit so steif da saßen, dann war plötzlich kam es raus. Und dann fingen die alle an zu lächeln und zu bewegen. Und ich denke, das will ich auch. Kölner Karneval, einmal schunkeln, läuft. Ja, ja. Aber ist schön. Ja, in der Tat. Wie war das bei dir, Pierre? Hattest du auch diese blonde Geigenlehrerin oder war die anders? Ich weiß nicht, ob sie blond war. Ja. Aber er war unser Lehrer. Deshalb ist das auch passiert mit der Geige. Aber du wolltest tatsächlich mal in diese Richtung gehen. Du wolltest auch Geiger werden und wurdest von deinem Vater unterrichtet? Ich glaube, wir waren noch ganz jung. Ja, du warst vier. Vier oder fünf, dann haben wir Geigenunterricht. Ich glaube nicht, dass eine Vierjährige sagt, ich möchte unbedingt Geiger werden. Die können es sagen, aber ob das dann auch stimmt. Ich meine, meine beiden Töchter haben schon Geigerunterricht gehabt. Aber das haben wir dann auch nach einem Jahr losgelassen, als wir sagen, okay, das kommt nicht von alleine und sie waren auch zu jung, als sie angefangen haben. Das sagen die auch jetzt. Kinder müssen das. Wenn einer fragt, und spielt er noch geil? Nee, wir sind zu jung angefangen. Kinder müssen das selber tatsächlich wollen. Was heißt das denn für euer Binnenverhältnis? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man diese Erfahrung mit diesem sehr autoritären Vater gemacht hat? Die Frage auch nach der Mutter muss eigentlich an der Stelle mal gestellt werden. Wie war denn die Mutter? War das jemand, wo man dann hingehen konnte und sagen konnte, pass auf? Das wäre schön gewesen. Das war so ein bisschen Schwimmen zwischen beide. Das heißt auch autoritär? Ja, ja. Und jemand, der diesen Vater nicht in Frage gestellt hat? Genau. Ist es dann tatsächlich möglich, weil du vorhin sagtest, das Thema lässt mich irgendwie nicht los. Man kann, oder dein Bruder sagt das, man kann das. Es gibt aber so viele schöne Themas noch zum Sprechen. Naja, aber es ist etwas, was viele Menschen betrifft. Wenn du deinem Bruder sagst, man kann die Dinge nicht zurückdrehen, man kann das nicht ungeschehen machen sozusagen. Ist es dann tatsächlich so, dass man irgendwann mal seine Ruhe findet, seinen inneren Frieden findet? Oder anders gefragt, frag jetzt mal Pierre, ist er heute unruhiger als vor Jahren oder ist er immer noch, ist er jemand, der sich langsam entspannt? Er ist jetzt unruhiger als vor 20 Jahren, denke ich. Unruhiger? Ja, aber das hat nichts mit seinen Eltern zu tun. Einfach mit dem Leben, das sich rund ihm herum geformt hat. Mhm. Es wird so viel von ihm verlangt, jeden Tag, den ganzen Tag durch. Ich denke, und sein Gehirn ist in voller Gang, 24 Stunden am Tag. Da kommen so viele Ideen. Ich denke, das macht ihn eher unruhiger. Ja, stimmt. Ich bin viel energischer jetzt als früher. Mehr Energie? Ja, weil wenn man so viele Probleme mit sich mitträgt, dann braucht man viel Energie, um das zu arbeiten, zu steuern. Aber jetzt, wo man frei ist, dann kommt die ganze Energie raus. Und geht in die richtige Richtung. Und wie das aussieht, wenn André Rieu seine Richtung in Sachen Energie endlich mal in die richtige Richtung lenkt, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Ganz aktuell auf großer Deutschland-Tournee. Ja. Noch eine ganze Weile. Und so sieht es dann aus. Schauen Sie mal.
Also André Rieu auf großer Tour. Ich freue mich sehr, dass das so gut läuft. Und bevor wir gleich zu einem kommen, für den es im Moment auch ganz gut läuft, würde ich gerne André Rieu noch mal fragen, ist es wahr, dass du ein großer Italien-Fan und speziell der Römer bist? Ja. Weil es dort so blutig zur Sache ging? Nein, genau. Es interessiert mich unglaublich, was die vor 2000 Jahren geschafft haben. Ja. Aber das ging alles mit Blut. Ob das jetzt möglich wäre, das jetzt auch mit Liebe zu machen? Oder Walzer? Das ist, was ich... Ich bin seriös. Die haben in 4 Jahren das Kolosseum gebaut. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Das haben die geschafft. Weil man nicht mehr so viele Leute hat, die man unterdrücken kann. Genau. Und mit Blut, Schweiß und Tränen genau. Ja. Sowas aufbauen kann. Aber das interessiert mich. Das sollte man jetzt auch wieder können, aber dann... Mit Liebe. Mit Liebe. Ja, also Liebe ist jetzt nicht das, was Sie vor allen Dingen antreibt, Herr Fitzek, ne? Wenn man das mal so sagen kann. Bei Ihnen geht es eher um das andere, so wie es die alten Römer gemacht haben. Ja, nicht unbedingt. Ich meine, viele Leute lachen ja immer, wenn ich sage, aber ich schreibe im Kern ja Familiengeschichten. Das ist natürlich dann auch die Abgründe der Liebe, die dann manchmal geschildert werden. So, und Sie haben jetzt etwas gemacht, wir haben vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, Passagier 23, ein Buch, in dem es um einen Menschen geht, der an Bord eines Kreuzfahrtschiffes verschwindet. Ne? Ja, warum ist auch ein Kreuzfahrtschiff ein so perfekter Ort für einen Mord? Also in mehrfacher Hinsicht. Also ich habe mit einem Rechtsmediziner gesprochen, die haben mich gefragt, sag mal, du hast jetzt jeden Tag 6, 7 Leichen auf deinem Tisch. Mittlerweile müsstest du ja wissen, wie geht eigentlich der perfekte Mord? Und er sagt, ja, Hauptsache ist, es gibt keine Leiche. Sobald eine Leiche bei mir auf dem Tisch liegt, von dem Moment an weiß ich, kann ich herausfinden, wer der Mörder ist. Und ja, auf dem Kreuzfahrtschiff haben Sie natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, eine Leiche zu entsorgen, sodass sie nie wieder gefunden wird. Punkt 1. Punkt 2 ist, es gibt keine Polizei auf einem Kreuzfahrtschiff. Und Punkt 3 ist, ein Kreuzfahrtschiff ist mittlerweile eine Kleinstadt. Bis zu 12.000 Personen, Crew und Passagiere zusammengerechnet, haben dort Platz. Und all das, was auf einer Kleinstadt passiert, also in einer Kleinstadt, kann auch auf einem Kreuzfahrtschiff passieren. Und vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist noch, Sie betreten in der Regel eine ausländische Rechtsordnung, ausländischen Boden, wenn Sie auf ein Kreuzfahrtschiff gehen. Das Ding ist unter irgendeiner Flagge vom Stapel gelaufen, aus steuerlichen Gründen. Das ist meistens eine Nation, die mit unserer Rechtsordnung nicht sehr viel zu tun hat. Also da kommt wahnsinnig viel zusammen, was man sich nicht so klar macht, wenn man mal auf einem Kreuzfahrtschiff ist. So, und die große Frage ist, gibt es das nur in Ihrer Fantasie oder ist das etwas, von dem Sie sagen würden, das gibt es tatsächlich? Also verschwinden an Bord von Kreuzfahrtschiffen wirklich Menschen? Also ich hielt es auch erstmal für Seemannsgarn, dass man sich so eine Geisterstunde an der Bordbar erzählt. Aber tatsächlich, schon 2008 bin ich auf einen Artikel in der Park Avenue gestoßen, gibt es leider nicht mehr in die Zeitschrift, unter der Überschrift Lost hat da der Journalist zusammengefasst, viele Fälle, also wieso verschwinden eigentlich so viele Menschen spurlos auf Kreuzfahrtschiffen? Das war die Frage, die er nachgegangen ist. Und im Schnitt 2 Dutzend jährlich, die tatsächlich spurlos verschwinden. Und die Reedereien behaupten in der Regel, es wäre Suizid, Selbstmord. Das ist es höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr häufig. Aber in diesem Artikel wurden wahnsinnig viele Beispiele dargestellt, wo man gesagt hat, nee, also hier kann das kein Freitod gewesen sein. Das heißt, da verschwinden Menschen. Ja. Wir hatten Roger Willemsen irgendwann mal hier sitzen, der erzählte von einer Schiffsreise zum Nordpol. Mhm. Und da hat sich eine Mitreisende tatsächlich irgendwann mal kurz vorm Nordpol einfach über die Reling gestürzt. Die wurde dann aber glücklicherweise, glaube ich, gerettet. So ging die Geschichte. Aber die Geschichte ist so tatsächlich passiert. Wenn dann sowas passiert, wer ermittelt denn da? Wer geht denn der Sache mal auf den Grund? Ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so ungefähr. Naja, also das ist ja abhängig von Schiff zu Schiff. Zunächst natürlich, wenn man das mitbekommt, wird ein Überbordmanöver ausgelöst, die Maschinen werden angehalten und man probiert eben denjenigen noch einzusammeln. Schwieriger ist es natürlich, wenn man nach 7 Stunden sagt, ich vermisse meinen Ehemann oder meine Ehefrau. Was soll man da noch ermitteln, ehrlich gesagt? Erst einmal das Schiff zu durchsuchen, diese Stadt, das dauert ja schon Wochen und Monate. Dann hat so ein Schiff in voller Fahrt einen Stoppweg von mehreren Kilometern. Ja. Da umzudrehen und zu gucken. Und da muss man ehrlich sagen, ein Sturz aus 70 Meter Höhe
überhaupt zu überleben, selbst wenn es eben auch nur ein Unfall gewesen ist. All das ist so unwahrscheinlich, dass man die Küstenwache informiert, aber... Aber nur so pro forma, ja? Ehrlich gesagt, ja. Es geschehen aber auch Wunder. Also wirklich, weil Sie gerade in der aktuellen Feier angesprochen haben, in der letzten Woche erst passiert, da ist ein Passagier irgendwie von der Oasis of the Seas gefallen im Golf von Mexiko. Und ein paar Stunden später kam die Disney Cruise an und da stand einer auf der Balkonkabine und hat den da schwimmen sehen und hat den gerettet. Hat gesagt, da schwimmt einer. Dann ist er also von dem einen Kreuzfahrtschiff auf dem anderen wieder eingesammelt worden. Weiß man nicht, ob sich die Frau darüber gefreut hat. Man muss sich natürlich auch fragen, ob es sich lohnt, so ein Schiff umzudrehen für einen Ehemann, der erst nach 8 Stunden vermisst wird. Das ist richtig. Aber hätte ich das jetzt geschrieben in einem meiner Bücher, also meine Lektorin hätte mir an den Haaren herbeigezogen, draufgeschrieben, aber es ist so passiert. Und das Erstaunliche wiederum an der Geschichte ist, dass der junge Mann, der war 22 Jahre alt, sich nicht erinnern kann, wieso er von dem einen Schiff überhaupt von Bord gegangen ist. Er war betrunken wahrscheinlich. Es gibt viele, viele Gründe, aber das ist natürlich wiederum... Eine interessante These. Vielleicht hat ihn die Frau über Bord geschmissen und er liebt sie aber so sehr, dass er sie nicht in Schwierigkeiten bringen will und sagt das einfach nicht. Ja, also insofern die Fantasie wird, ich merke auch hier in dieser Runde, wahrscheinlich kann ich auch noch Passagier 24 schreiben. Ja. Aber nochmal, die Frage ist ja interessant, viel mehr, Herr Fitzel. Wie ist denn so ein Krimi-Autor, ne? Oder ein Thriller, Psycho-Thriller schreiben Sie ja, ne? Wie waren Sie als Kind? Waren Sie ängstlich? Oh ja. So ein Angsthase? Ja, also bin ich ja immer noch. Ich glaube auch, dass Thriller-Autoren Weicheier sein müssen. Also wenn wir keine Angst hätten, dann könnten wir auch nicht darüber schreiben. Wenn ich jetzt also zum Beispiel sagen würde, ich habe keine Angst vor dem Zahnarzt, dann wird das eine ziemlich kurze Szene. Also ich bin hingegangen, hat gebohrt, hat nicht wehgetan, bin wieder gegangen. Aber muss ich da reinversetzen können in diese... Und ich war wirklich ein vom ZDF, muss man sagen, von Aktenzeichen XY... Da habe ich aber heute noch Angst, ehrlich. Ich war ein kleiner Junge und wann immer ich mit dem Fahrrad irgendwie unterwegs war, es war schon dunkel und im Winter ist ja ganz schnell dunkel, da bin ich am Parkplatz vorbeigekommen, da habe ich schon diese sonore Stimme im Hintergrund gehört, die sagte, man hat ihn zuletzt gesehen an der Eisenbahn. Ich kann mich genau daran erinnern, dass an einem Sportplatz, also ich bin zum Tennis gefahren und ich glaube, da waren junge Männer im Auto und die wollten bestimmt nur einen Weg wissen, haben Fenster runtergekurbelt und gesagt, Gott, Komm mal her und ich bin sofort nach Hause und habe den ganzen Tag nicht mehr gesprochen, weil ich dachte, ich bin knapp einer Entführung entgangen. Ich war tatsächlich ängstlicher. Ja, der große Stephen King, der auch vor einiger Zeit hier in der Sendung saß, der hat Ähnliches erzählt und der sagt, er ist bis heute absolut nicht einschlafen kann, wenn auch nur ein Fuß oder auch nur ein Zeh irgendwo über die Bettdecke rausragt, weil er immer Angst hat, dass von unten die Hand kommt und ihn runterzieht. Das ist wahr. Und da ich überlege mich, ich habe ja auch kleine Kinder, wenn ich dann so Gruselgeschichten erzähle manchmal. Und ich meine, muss man ganz ehrlich sagen, also die werden ja von klein auf konditioniert, so einen harten Tobak, wie das kleine Kinder, eine alte Dame töten, wie es bei Hänsel und Gretel der Fall ist. Sowas habe ich eben noch nicht geschrieben. Aber ich denke mir auch immer, wenn man sich was ausdenkt, was die Fantasie beflügelt, ob das am Ende eventuell dazu führt, dass man ja so eine Zwangsneurose natürlich entwickelt, weil man immer denkt, okay, da ist jemand unterm Bett. Ist es so, dass man dann auch besondere Menschen anzieht, wenn man so einen Sensor hat? Sie haben mal gesagt, ich bin eine Art Irrenmagnet. Also es ist natürlich so, dass man, wenn man an verhaltensauffälligen Menschen interessiert ist und an skurrilen Situationen und danach Ausschau hält, dann treten diese Menschen und Situationen vermehrt in das Leben, was man eben führt. Und ich bin mir fast sicher, dass sehr viele theoretisch den Stoff dazu hätten, Psychothriller zu schreiben. Sie nicken schon. Wahrscheinlich denken Sie jetzt auch gerade an irgendeinen Kollegen. Schweige. Und wenn auch hier im Publikum Sie mal nachdenken, mit wem Sie, ich weiß nicht, mit wem Sie zusammenarbeiten müssen, aber meistens wird dann heftig genickt und gesagt, ja, stimmt, ich kenne da einen, der würde mich eventuell zu einer Komödie oder zum Psychothriller inspirieren.
Ja, oder man guckt, geht ihm das... Ich hab nicht so hingeguckt. Aber ist das, wenn jemand wie Sie so ein Studio betritt, guckt er sich dann so die Reihen an und sagt, na, da sitzt vielleicht in Reihe 2 ganz hinten links, da sitzt der Psychopath? Nee, nein. Also man kann das ja nun nicht am Äußeren erkennen. Das ist ja tatsächlich... Genau, Sie sehen ja auch total nett aus. Eben. Das ist ja... Ja, ist ja so, ne? André Rieu ja auch. Eine meiner ersten E-Mails, die ich bekommen habe von einer Leserin, war, lieber Sebastian, vielen Dank für die schlaflosen Nächte, die du mir bereitet hast. Das bezog sich auf ein Buch von mir. Und in der Mitte des Buches wollte ich mal wissen, wie so jemand aussieht, der sich so etwas ausdenkt. Ich bin auf deine Homepage gegangen, habe mir dein Foto angesehen und dann schrieb sie, ich war doch sehr enttäuscht. Weil sie hat sich was ganz anderes vorgestellt und nicht so einen, sie schrieb dann immer von einer Art Günther Jauch-Verschnitt, der sie da anlächelte und der überhaupt nichts mit dem zu tun hätte, was sie mit dem Bild eines Psychos will auch was hätte sie denn gerne gehabt? Wie muss denn der aussehen? Ja, der? Ich weiß nicht, ich habe auch zurückgeschrieben, dass ich das als Kompliment werte. Ich habe gar keine Lust, dass auf der Straße Leute stehen bleiben und sagen Sie mal, so wie Sie aussehen, Sie müssen ja Psychos will schreiben. Nein, also ich glaube tatsächlich, meistens sagen sie einen düster, grimmigen alten Mann, stellen die sich die meisten vor. Und ist es so, dass Ihnen Menschen auch besondere Geschichten erzählen, Dinge anvertrauen, die Sie anderen vielleicht nicht anvertrauen würden? Das stimmt tatsächlich. Also ich weiß es nicht, warum. Ich habe mich schon immer für die Geschichten von anderen Menschen interessiert. Und finde das auch eigentlich in der Regel viel, viel spannender, auch hier in der Runde hinzuzuhören und da zu lernen und zu erfahren. Und da gab es mal so eine Schlüsselszene, weil mir immer Menschen gesagt haben, Mensch, das ist komisch, was sollt ihr dir anvertrauen? Das erzählen sie anderen überhaupt nicht. Mhm. Und eine Freundin von mir, deren Oma hatte Geburtstag, das war ein Jubiläum, 75. Und ich kam zu spät ins Restaurant. Ich habe wirklich kaum Kontakt eigentlich zu ihr gehabt. Mhm. Und ich war einer der letzten Gratulanten. Ich setzte mich neben sie und ich fragte sie, wie geht's dir denn? Und ich wusste, dass sie eine schwere Erkrankung hat. Und sie sagt, ich überhaupt gar nicht gut. Ich habe schon da mit dem Gedanken gespielt, meinem Leben ein Ende zu setzen. Und alle waren natürlich betreten und das Schweigen am Tisch. Und danach sagte meine Freundin, es ist unglaublich, weil diese Frage hat ihr an diesem Abend, haben das 20 Leute gestellt. Und meine Freundin saß immer neben dieser Oma. Mhm. Und einer hat gesagt, ja, mir geht's gut, alles ist in Ordnung. Ja, ich freue mich, schön, dass du da bist. Und ich komme jetzt mich hin und sie erzählt mir das, wo ich natürlich auch manchmal überhaupt gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll eine Situation. Das ist nach Lesungen kommen Leute und Menschen zu mir, die ihre Lebensgeschichte anvertrauen, die dann sagen, ich habe dein Buch in einer Therapie gelesen oder in einem Drogenentzug. Und das sind manchmal ganz bewegende Geschichten, die man dann dort erfährt und wo ich dann natürlich auch immer dann in der Situation gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ist aber trotzdem großartig, finde ich, wenn Menschen auf einen zukommen und sagen, du hast mich letzte Nacht um meinen Schlaf gebracht. Das ist, nicht nur, weil du aussiehst wie Günther Jauch, sondern auch, weil du einfach ein großartiges... weil du ein großartiges Buch gemacht hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Passagier 23, der perfekte Mord, das ZDF-Traumschiff. Das haben wir jetzt gelernt, wenn man Ihnen so zuhört. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass eine Frau bei uns in der Runde ist. Wir haben sie eben schon ganz, ganz herzlich begrüßt. Frau Lasker-Wallfisch ist unser Gast, die auch deswegen bei uns ist, weil wir in der nächsten Woche des 70. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz gedenken. Und wenn man Ihre Biografie liest, Frau Lasker-Wallfisch, dann gibt es ganz vorne ein Vorwort von Klaus Habrecht, der ehemalige Regierungssprecher auch von Willy Brandt. Und der, wie ich finde, sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, worum es in Ihrer Geschichte und auch in der Geschichte Ihrer Schwester, die seine Frau ist ganz nebenbei und die auch schon bei uns zu Gast in der Sendung war, sagt, eigentlich ist das ein solcher Wahnsinn, den Sie erlebt haben, dass man die meisten Fragen, die einem dazu auf der Zunge liegen, gar nicht stellen dürfte. Aber Sie sagen, es ist trotzdem wichtig, diese Fragen zu stellen, weil es diese Geschichte ist,
die erzählt werden muss. Und es ist eine Geschichte, die auch deswegen jetzt wieder erzählt wird, weil es wieder vermehrt Leute gibt, die mich danach fragen. Und bevor wir gleich danach fragen, gehen wir direkt rein in diese Geschichte mit einem kurzen Ausschnitt, einem kurzen Film, der beginnt mit einer Szene in Bergen-Belsen. Und ich bereite das deswegen auch so lange vor, weil das wirklich hart ist und schwer zu ertragen, was Sie dort erzählen. Bitte schön. Hier spricht Anita Lasker, eine deutsche Jüdin aus Breslau. Ich spreche aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen und komme aus Auschwitz. Ich möchte in kurzen Stichworten wiedergeben Dinge, die in Auschwitz geschehen sind. Anita Lasker ist gerade mal 19 Jahre alt, als sie im April 1945 der BBC über das Grauen des Nationalsozialismus berichtet. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Renate überlebt sie die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen. Anita Lasker wird 1925 in ein jüdisches Elternhaus geboren. Ihr Vater ist Rechtsanwalt und Träger des Eisernen Kreuzes aus dem Ersten Weltkrieg, die Mutter Geigerin. Beide werden 1942 deportiert und ermordet. Im Winter 1943 beginnt Anita Laskers Martyrium in Auschwitz. Während ihr der Kopf rasiert und die KZ-Nummer eintätowiert wird, erwähnt sie, dass sie Cello spielt. Das rettet ihr das Leben. Sie wird Cellistin im Lagerorchester. Für den KZ-Arzt Josef Mengele spielt sie die Träumerei von Robert Schumann. Die Schwestern Anita und Renate werden später nach Bergen-Belsen deportiert und dort im April 1945 von britischen Soldaten befreit. 3 Wochen waren wir ohne Wasser. Die Menschen sind verdurstet. Heute früh ist noch eine Kameradin von mir gestorben, angesichts der Befreiung. Aber wir blicken jetzt vorwärts. Wir sind voller Hoffnung, voll neuen Mutes. Wir sind befreit. Wir sind befreit. 70 Jahre ist das jetzt her. Und Sie haben mal gesagt, Frau Lasker-Wallfisch, von Beruf bin ich Überlebende. Wie haben Sie ich das gesagt? Gemeint? Habe ich vergessen, was man so alles sagt. Ja, wie ist das gemeint? Ja, weil das ist jetzt sozusagen mein Beruf. Ich meine, das Cello habe ich schon nach einer Weile in die Ecke gestellt. Mhm. Und jetzt, wissen Sie, ich bin ja nicht die Einzige, die das macht. Wir sind sozusagen die Stimmen der Menschen, die verstummt sind. Wenn Sie mal nach Belsen fahren, da gibt es diese Riesengräber. Kein Mensch weiß, wer da drin liegt. Aber ich laufe noch auf 2 Beinen herum. Also das ist sozusagen jetzt die Aufgabe, die Stimme zu sein von den Menschen, die nicht sprechen können. Welche Bedeutung hat dieser Tag für Sie? 15. April 1945 war die Befreiung von Belsen. Also ich bin nicht am 27. Januar befreit worden. Genau. Aber ich meine, man hat natürlich den 27. Januar genommen, weil es Auschwitz ist. Und Auschwitz hat wirklich, da ist alles passiert, was passiert ist. Das war also ein Vernichtungslager und ein Arbeitslager. Also alles war in Auschwitz, was an schlimmen Sachen gab, war in Auschwitz. Wie haben Sie diesen Tag der Befreiung, und Auschwitz war mit Sicherheit ähnlich am 27. Januar, wie haben Sie diesen Tag am 15. April 1945 in Erinnerung? Ich habe ihn in Erinnerung. Wussten Sie, dass die kommen? Bitte? Wussten Sie, dass die kommen? Nein, alles war voller Gerüchte. Vor allem das schlimmste Gerücht war, dass man gesagt hat, die Lager wären alle gesprengt. Denn die Deutschen wollten nicht, dass man das vorfindet. Also wir wussten nicht, jetzt werden wir in die Luft gesprengt oder niemand hat etwas gewusst. Und außerdem waren wir wirklich auf dem letzten Drücker sozusagen. Ich meine, wenn das noch 2 Tage gedauert hätte, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ja, also meine Reaktion, ich erinnere mich, dass wir diese Geräusche gehört haben. Leute haben gesagt, weißt du, ich glaube, da kommen jetzt, wir werden befreit. Ich wollte gar nicht davon hören, denn ich wollte nicht wieder to be disappointed. Enttäuscht sein. Ja, ich wollte nicht. Ja. Und plötzlich also kam ein englischer Tank ins Lager. Ich meine, das war ein unglaublicher Moment. Man konnte es kaum glauben, träumen wir hier oder was hier los? Sie haben mal gesagt, dieser Engländer, das war für mich eine Art Gott. Alle Engländer haben wie Gott ausgesehen. Es hat nicht zu lange gedauert, haben wir gemerkt, dass es keine Götter sind. Aber alles, was in englischer Uniform war, war ein Retter, nicht wahr? Ja.
Und Sie haben auch das beschrieben und sagen, die waren ja auch nicht vorbereitet auf das Grauen, das sie dort sehen würden. Der Krieg war noch nicht zu Ende. Die Engländer sind per Zufall dort vorbeigekommen und haben gehört, dass dort ein Gefangenenlager gab. Und da gab es sogar noch eine Art Truce, also eine Art Waffenstillstand. Dass die Engländer haben gesagt, also ihr dürft hier vorbeigehen, wenn das ein normales Gefangenenlager ist. Mhm. Aber im Moment, wie sie nach Belsen reingekommen sind, das war kein normales Gefangenenlager. Da haben ja nichts wie Leichen herumgelegen. Und die blöden Leute, die dort geblieben sind, weil gemeint haben, es wird okay sein, sind natürlich dann alle verhaftet worden. Aber die meisten sind ja weggelaufen. Am Ende haben wir schon noch kaum noch Wachtleute gesehen. Ich meine, da sehen Sie, das ist nichts wie Leichen. Und die sind schon in einem Grab jetzt, aber ja. Wer sind die Menschen, die... Sorry. Simon fragt gerade... Wer sind die Menschen, die dort laufen im Grab? Das waren, glaube ich, Engländer, ja. Aber diese Leichensäuberung ist von den Deutschen gemacht worden. Und es hat nicht lange gedauert, da haben die so ausgesehen, verdreckt und so weiter. Ja. Wie haben denn diese englischen Soldaten auf das reagiert, was sie dort gesehen haben? Sie haben reagiert, wie wahrscheinlich jeder Mensch reagieren würde. Die haben versucht, also wir sind dort am Verhungern gelebt, haben uns dann ihre Soldatenrationen gegeben, was natürlich, wenn man so lange nichts gegessen hat, kann man nicht plötzlich essen, dieses Zeug. Da sind viele Leute gestorben, weil sie plötzlich gegessen haben. Die sind deswegen gestorben, weil sie plötzlich normales Essen bekommen haben. Ich kann sich vorstellen, man hat nichts im Magen und kriegt plötzlich Corned Beef in einer Tin. Nicht? Aber das war dann eine normale Reaktion. Die wollten uns einfach helfen. Mhm. Aber die waren ja selbst ziemlich hilflos, die Engländer, denn der Krieg war, wie gesagt, noch nicht zu Ende. Und die haben sich nicht vorstellen können, was sie hier vorfinden. Mhm. Da sind sie also dann weg, haben uns dann wieder gelassen unter der Bewachung von den Ungarn. Das waren auch nicht gerade sehr sympathische Herrschaften. Denn die waren ja mit den Deutschen zusammen, nicht wahr? Und plötzlich haben die natürlich Angst vor uns gehabt. Die Engländer sind weg, wir kommen aber bald wieder. Die haben Hilfe gesucht. Und da gab es noch ein Riesengeschieße von den ungarischen Wachthabern. Und dann kamen die Engländer zurück mit irgendwelcher Hilfe. Also Ärzte, Essen, ich weiß nicht. Das ist unglaublich, was die dann... erreicht haben. Wenn man diese Bilder sieht, ein guter Teil auch dieser Bilder ist auch in Ihrer Biografie zu sehen. Es ist wirklich schwer, das zu ertragen. Und es ist interessant zu sehen, wie Ihr Enkel Simon, der neben Ihnen sitzt, auch jetzt in der Situation hier danach fragt, wie war das eigentlich, wer war das eigentlich? Haben die Leute Sie, als dieses Grauen vorbei war, hat man Sie gefragt, hat man gesagt, erzähl mir deine Geschichte, erzähl mir eure Geschichte? Das war das Ganze, das große Schweigen fing dann an. Als wir nach England gekommen sind, meine Schwester und ich, haben wir gemeint, wir werden jetzt die Welt verändern. Wir tragen die Fahne, Antisemitismus wird es nie mehr geben und den ganzen, was man sich so einbildet. Und aber niemand hat eine Frage gefragt. Aber wissen Sie, heute verstehe ich das viel besser als damals. Damals waren wir wütend. Was sind die verrückt geworden, die Leute hier? Wir kommen jetzt hier aus Auschwitz. Ist nicht so leicht, eine Frage zu fragen. Es ist nicht leicht. Was würden Sie fragen? Ja. Ich höre, du warst in Auschwitz, erzähl mal, wie war es denn dort? So leicht ist das nicht. Fragt das auch deswegen, weil es kurz danach offenbar, ich kann das zeitlich nicht ganz genau einordnen, zu einem Interview gekommen ist, das Sie der BBC gegeben haben. Erinnern Sie sich an diese Situation? Sie meinen dieses, was Sie da gesehen haben? Ja, aus dem Gespräch. Sicher, Wann war das? Das war, ich kann es nicht genau sagen, aber es ist nach einer Zeit, nachdem wir befreit waren, hat man mir gesagt, hier ist ein BBC-Van und die nehmen, wissen Sie, wir waren in einer Situation, es ist schwer für Sie, sich das vorzustellen, es gab ja keinerlei Verbindung mit der Außenwelt. Nur ich wusste, ich habe eine Schwester, die nicht im Lager war. Also wie können wir jetzt der Welt erzählen, dass wir noch leben? Es gab ja nichts, nicht wahr? Also da kommt ein BBC-Van, die nimmt also so Messages auf, Suchmessages. Ja. Und das ist, was sie dann gesehen haben. Und dann habe ich gesagt, also ich habe eine Schwester in England und so weiter und wir leben noch und so weiter und so. Muss man vielleicht einmal kurz erklären, Ihre Schwester, die älteste Schwester, Marianne? Ja, die war in England. Die war in England. Der ist im letzten Moment gelungen, raus aus Deutschland und die war in England. Und die hat natürlich gemeint, dass wir tot sind. Und diese Messages, die sind dann wiederholt worden am Radio. So, und wir
hören wir jetzt einmal rein in einen Ausschnitt aus diesem sehr, sehr langen Interview. Und ich sage auch da vorneweg, das ist wirklich schwer zu ertragen, was man da hört. Bitte schön. Ich möchte zuerst ein paar Worte über Auschwitz sagen. Die Auschwitzer Häftlinge, die wenigen, die geblieben sind, fürchten alle, dass die Welt nicht glauben wird, was dort geschehen ist. Dort hat man lebendige, gesunde Menschen lebend ins Feuer geworfen. Meine Baracke war ungefähr 20 Meter von dem Kamin, von einem der fünf Kamine, die sich dort befanden, entfernt. Ich habe alles mit eigenen Augen mit angesehen. Es stand ein Arzt und ein Kommandant bei Ankunft der Transporte an der Rampe und vor unseren Augen wurde sortiert. Das heißt, man fragt das Alter und den Gesundheitszustand. Die unwissenden Ankömmlinge pflegen irgendwelche Leiden anzugeben und unterschreiben damit ihr Todesurteil. Besonders hat man es auf Kinder und Alte abgesehen. Rechts, links, rechts, links. Rechts ist zum Leben, links ist zum Kamin. In der Nacht brannte das Feuer bis zum Himmel. Kinder hat man lebendig hineingeworfen und aus Menschlichkeit pflegte man die anderen zu vergasen, das heißt zu betäuben. Wenn aber zu viel Arbeit war, pflegte man alle lebendig zu verbrennen. Die Schreie hörten wir bis in unsere Baracke. Dazu wurde immer Musik gemacht. Ich selbst befand mich in der Musikkapelle. Zu den furchtbarsten Dingen wurde Musik gemacht. Zu den furchtbarsten Dingen wurde Musik gemacht. Sie waren. Aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Wissen Sie, ich bin ein absolut Martinet, das alles muss ganz korrekt sein. Zum Beispiel sagen manche Leute, dass wir bei den Selektionen gespielt haben. Mhm. Das stimmt nicht. Wir haben, ich weiß nicht, ob mal von Ihnen jemand in Auschwitz war oder in Birkenau. Ja? Mhm. Also da gibt es diesen Iconic Entrance. Wir haben dort, da fährt der Zug durch. Wir haben an ungefähr 100 Meter weiter an einem anderen ganz nicht speziellen Tor gesessen, wo die Leute zur Arbeit ausmarschiert sind und wieder ein. Dort haben wir unsere Märsche gespielt. Zur gleichen Zeit, wie wir die Märsche gespielt haben, sind wahrscheinlich Transporte angekommen und haben uns spielen hören. Das ist aber doch eine andere Geschichte, als dass wir speziell für die Selektion gespielt haben. Wissen Sie, ich habe immer große Angst, dass es war so entsetzlich, was passiert ist. Man braucht nichts zu übertreiben. So wie es war, war es. Wir haben niemals, hat man gesagt, kommt mal, jetzt ist eine Selektion, kommt hier spielen. Aber man hat uns spielen hören. Außerdem, unser Block war ganz in der Nähe der Krematorien. So habe ich das alles mit angesehen. Und die Leute, die in diese Gaskammern gelaufen sind, wir haben ja die ganze Zeit geprobt. Wir waren ja ein verrücktes Orchester, kein normales Orchester. Haben uns wahrscheinlich spielen hören. Ich habe eine Frage. Aber war das nicht absichtlich von den Nazis vielleicht, dass das Orchester-Block so nah war, um die Leute ruhig zu behalten, vielleicht, dass sie dachten, hier gibt es Musik. Ich meine, das war natürlich eine Bambusel. Man kann ja, es gab Leute, die sagen, es war fantastisch, da Musik zu hören. Da kann man sich mal für eine Sekunde aus dieser entsetzlichen Situation herausdenken. Aber es gab auch viele Leute, für die es eine Beleidigung war. Wie haben Sie im Orchester untereinander darüber gesprochen? Wir haben einfach gespielt. Heute leben wir und vielleicht morgen. Das heißt, da gab es nicht viel Diskussionen. Bevor wir gleich noch einmal einsteigen, auch in das, was Ihnen widerfahren ist, wie Sie überhaupt dahin gekommen sind. Sie haben auch in Ihrem Buch das beschrieben, dass eine Ihrer großen Ängste auch war, dass man Ihnen das nicht glaubt. Sie haben eben gesagt, man sollte nichts übertreiben. Aber eine Ihrer großen Ängste war auch, dass man Ihnen das nicht glaubt, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Aber ich glaube, es gibt nicht einen Genozid, und es gibt heute noch weiter Genozide, der so gut dokumentiert ist, wie der Holocaust. Also ich glaube, es gibt, natürlich gibt es Idioten, die sagen, dass wir das alles erfunden haben. Und leider natürlich die Gaskammern. Ich meine, ich war so oft wieder jetzt in Birkenau. Nicht der Fußboden, the soil ist Lehm. Und da regnet es furchtbar viel. Das heißt, also als ich das erste Mal dort wieder war, gab es noch 10 Stufen in die Gaskammern runter. Heute gibt es 3 Stufen. Also es gibt eine große Gefahr, dass das alles versinken wird. Und dann ist es natürlich, die Leugner können dann
sagen, ja, das hat so nicht stattgefunden. Das ist alles erfunden, nicht wahr? Simon, wann haben Sie angefangen, Ihrer Großmutter das erste Mal Fragen zu stellen? Ich glaube, ich wusste immer, dass ich wusste als junges Kind sehr abstrakt, dass das Cello meine Großmutter das Leben gerettet hat. Mhm. Das war immer im Hinterkopf. Im Hinterkopf. Das Cello gehörte so stark zu unserer Familie, zu unserem Zuhause, dass jeder spielte Cello. Ah ja, Cello hat saved my grandmother. Das war normal. Und dann langsam habe ich immer dir Fragen gestellt, einfach so normale Fragen. Auch nur zufällig jetzt diese Bild zum ersten Mal sehe, diese Massengraben mit lebendigen Menschen drauf. Ich wundere mich, sind die SS-Menschen, Leute, oder wer sind diese Leute, die das organisieren? Mhm. Weil ich habe immer Fragen gestellt einfach. Das war mir, ich war nicht scheu. Du warst der Einzige, aber unter all meinen Enkelkindern, ich habe einige, warst du der Einzige. Mhm. Und so nette Fragen hat er gefragt, wie zum Beispiel in Belsen haben wir in Zelten gelebt am Anfang. Da hat er gesagt, wenn du in einem Zelt bist, ist es doch nicht so schwer wegzulaufen. Also ein Kind denkt sich ein Zelt. Mhm. Okay, da habe ich dir versucht zu erklären, okay, du kommst aus dem Zelt raus. Wenn du fliehst, musst du schon leise sein. Und was du da für Schuhe angehabt hast, wenn du überhaupt welche gehabt hast, schon unmöglich. Und sag mal, du kommst raus aus dem Lager, was dann? Wo gehst du dann hin? Mhm. Also mit ihm habe ich eigentlich viel mehr darüber gesprochen oder Fragen bekommen wie mit einem. Mhm. Wir waren auch, wissen Sie, wir sind alle Musiker. Ich brauche nicht zu erzählen, was das bedeutet an Zeitverschwendung bei Üben, Machen, Geschichten. Lieber. Irgendwie gab es nie Zeit, über den Holocaust zu sprechen. Okay, jetzt leben wir normale Menschen. Waren Sie dankbar dafür, dass Sie darüber nicht reden mussten? Oder wären Sie dankbar gewesen, wenn man Sie früher gefragt hätte? Ich weiß nicht, im Grunde ist es mir nicht unbedingt wichtig. Aber ich glaube, meine Tochter hat viel mehr darunter gelitten wie mein Sohn. Ja, schwer zu sagen. Ich bin kein Psychoanalytiker. Hat darunter gelitten unter dieser Familiengeschichte, meine ich? Ja. Mhm. Und natürlich, ja, okay, wir sind also jetzt Engländer. Ich war ein Engländer. Nur wie englisch bist du? Wissen Sie, wir haben kein. Ich würde nie sagen, ich bin Engländer. Naja, also, du bist aber Engländer, ob du willst oder nicht. Also, diese nationalistische Gefühl. Es hätte dir Schlimmeres auch passieren können. Ja. Aber wissen Sie, das, was man nie realisiert, dass so eine Familie wie wir leben also in England, nicht wahr? Als englische Pässe und so weiter. Aber wir haben ja keinen Hintergrund. Wir haben ja keine Familie hinterher, nicht wahr? Ich meine, Ihre Enkelkinder, die kommen vielleicht, wir werden abgegeben. Ja, so guck mal nach den Kindern jetzt. Genau, bei den Großeltern. Bei uns gab es niemanden, der geholfen hat. Oder wo, keine Großeltern. Wo sind die Großeltern? Mhm. Ja, also wie erklärst du das eigentlich? Man hat ihnen um ein Haar ihr Leben genommen. Man hat ihnen einen großen Teil ihrer Geschichte, vor allen Dingen auch einen wichtigen Teil ihrer Familie einfach genommen. Diese Vernichtung war komplett und absolut. Auch wenn man das in ihrem Buch so liest, dann wird einem erst mal klar, welche Dimension das war. Und dass auch allein die Tatsache, dass es wieder Juden in diesem Land gibt, noch lange nicht bedeutet, dass es wieder das gibt, was mit all dieser jüdischen Kultur damals verbunden war. Im April 1942, an dem Punkt würde ich gerne einsteigen, Frau Lasker-Wallfisch, haben Sie sich an einem Abend von Ihren Eltern verabschiedet. Eine Situation, die Sie so beschreiben, Ihr Vater, sehr erfolgreicher Anwalt, der den letzten Papierkram erledigt, weil er weiß, am nächsten Tag werden er und seine Frau abgeholt oder müssen sich sozusagen melden, um deportiert zu werden. Sie und Ihre Schwester, beide noch sehr jung, versuchen irgendwie wach zu bleiben, um letzte Anweisungen von ihrem Vater zu halten. Ihre Schwester Renate, die auch hier bei uns zu Gast war, erzählt, dass sie sich bis heute Vorwürfe macht, weil sie irgendwann zu müde war und schlafen gegangen ist und hörte aus dem Kinderzimmer, wie ihre Mutter in der Küche saß und weinte. Und sie haben bis 2 Uhr morgens gewartet, gemeinsam mit ihrer Mutter. Dann kommt ihr Vater aus dem Arbeitszimmer und sagt ihnen, was zu tun ist. Gib mir Anweisungen, nicht wahr? Mhm. Gib mir eine Vollmacht. Wissen Sie, was mich am meisten denke? Zum Beispiel, wir waren so eine typische jüdische, kulturverrückte Familie, nicht wahr?
dass 1942, also kurz vor der Deportation meiner Eltern, haben wir Don Carlos gelesen. Wahnsinn. Mein Vater hat genau gewusst, was los ist. Wir haben noch so ein bisschen vielleicht nicht ganz realisiert, dass das eigentlich jetzt dem Ende jetzt zugeht. Sie können sich mal sowas vorstellen. Mhm. Ja, dann hat mein Vater in dieser Nacht hat mein Vater quasi sein Testament gemacht, was ich alles zu machen habe, nicht wahr? Wie das Gas bezahlt wird und wie die Elektrizität bezahlt wird. Und hat mir eine Vollmacht gegeben. Ich weiß nicht, ich war viel zu jung im Grunde. Ja, so eine Art Testament, nicht wahr? Aber in solchen Situationen, wissen Sie, irgendwie stirbt dann irgendwas ab. Dann nimmt man gar nicht mehr auf, was sie eigentlich hier die Realität ist, nicht wahr? Dann haben wir den nächsten Tag, die viele Juden sind, da müssen sie sich melden, sind wir da zu diesem Sammelplatz gegangen, Schießwerder hieß das, und haben auf Wiedersehen gesagt. Wissen Sie, es war gar nichts Dramatisches im Grunde. Mein Vater hat nur noch gesagt, pass auf deinen Gang auf, denn ich gehe so über einen großen Onkel. Und er fand das sehr nicht elegant. Man hat sich irgendwie vielleicht nicht, ich weiß nicht, was meinen Eltern umgegangen ist, realisiert, dass das eigentlich das Ende ist jetzt. Glauben Sie im Nachhinein, dass Ihre Eltern wussten, was das bedeutet, dass sie die Kinder niemals wiedersehen würden? Wissen Sie, wir waren ja nicht auf der Liste, als meine Eltern diesen Avi bekommen haben. Also ihr müsst euch melden in 24 Stunden. Das war immer verschieden. Manche Leute sind direkt verhaftet worden, hat eine Stunde. Wir hatten 24 Stunden Zeit. Wollten wir natürlich mit den Eltern mitgehen. Und da sagt mein Vater noch, weißt du, okay, ich werde um Erlaubnis fragen. Ich werde zur Gestapo gehen und wir standen nicht auf der Liste. Wissen Sie, hier muss ja alles, was auf der Liste steht, stimmt und was nicht steht und so weiter. Ich wette alles, dass mein Vater, wir haben zwar in der Nähe vom Gestapo-Gebäude gewohnt, der ist weggegangen und ist nach einer Stunde oder eine halbe Stunde wiedergekommen und gesagt, nein, ihr dürft nicht mitkommen. Ich glaube nicht, dass der jemals hingegangen ist. Mein Vater hat genau gewusst, da wo wir hingehen, kommt man zeitig genug hin, das hat er gesagt. Da hat er recht gehabt, ja. War Ihnen beiden klar, dass Sie Ihre Eltern möglicherweise nie wiedersehen? Wahrscheinlich, ja. Das ist eine lange Zeit her. Ja. Aber man hat immer gehofft, irgendwie hat man auf irgendein Wunder gehofft. Was ist Ihre erste Erinnerung an Auschwitz? Welche Bilder gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Auschwitz denken? Die Gestank. Ersten Minuten. Gestank, Hundegebell und Geschrei. Das ist Auschwitz. Natürlich ist immer alles geschieht in der Nacht. Wir sind in der Nacht angekommen. Aber was ist hier los eigentlich? Also, ja. Nicht der beste Platz. Wie ging es dann weiter am nächsten Morgen? Am nächsten Tag gehen wir in eine andere Baracke, wo diese Zeremonie tätowieren, Haare ab und die Kleider abnehmen. Und da kam also dieses Glück, das waren alles Gefangene, die das machen. Und die wollten immer, wo kommst du her? Wie heißt du? Was hast du früher gemacht? Ich habe Cello gespielt, fantastisch. Ich habe nicht gewusst, dass es dort ein Orchester gab. Du wirst gerettet werden. Ich wusste gar nicht, wovon die redet. Und da lief sie, sagt, bleib stehen hier, ich komme gleich wieder. Und geht zu Alma Rosé. Sie wissen wahrscheinlich, wer Alma Rosé war, nein? Die Tochter von Arnold Rosé, der jahrelang Konzertmeister der Wiener Philharmoniker war. Und die Nichte von Gustav Mahler. Die war auch im Lager. Und die hat sehr gut Geige gespielt. Und die war die Direktorin dieses verrückten Orchesters. Und dieses Mädchen hat also die Alma, komm schnell, hier ist eine Cellistin angekommen, denn die hatten kein Cello. Wenn dort schon jemand anderes Cello gespielt hätte, hätte die nur noch 50% Chance zum Überleben gehabt. So kam das. Also und Sie haben eben erwähnt, Sie wurden kahl geschoren. Man hat Sie versucht, zu einem Nichts zu machen. So beschreiben Sie das in Ihrem Buch. Und die Frau, die das gemacht hat, ebenfalls eine Mitgefangene, hat Sie dann zum Schluss gebeten, Ihnen Ihre Schuhe zu überlassen. Ja, wissen Sie, eine Sache, die man wahrscheinlich sich nicht vorstellen kann, dass Auschwitz einer der reichsten Plätze der Welt war. Denn von Millionen Leuten, die da angekommen sind, stellen Sie sich vor, ich sage Ihnen, ich hole Sie in 2 Stunden ab.
was machen Sie? Sie ziehen sich drei Garnituren ihrer besten Kleider an, mhm, und so weiter. Und alles, was Ihnen, wenn Sie Geige Schmuck sind, nehmen so Sie die Geige, ja, und so weiter. Das kommt alles in Auschwitz an und wird einem abgenommen. Geht alles an eine Baracke. Das ist also dort. Und da arbeiten auch Gefangene wieder, die da auch die ausmachen, ob da Geld eingesteckt worden ist und so weiter. Es war einer der reichsten Plätze der Welt. Und da wurde sehr viel gehandelt. Und die Währung war Brot. Mit Brot konnte man sich ein paar Schuhe kaufen. Das war alles natürlich illegal. Und dieses Mädchen wollte meine Schuhe haben. Schuhe waren mir vollkommen egal in diesem Moment. Ich wusste nicht, dass ich noch mal Schuhe gebrauchen werde. Aber diese Schuhe haben, weil sie so speziell ausgesehen haben, dazu geführt, dass meine Schwester, die später ankam, eine Woche später, die Schuhe waren noch auf der Erde. Ja, die Schuhe kenne ich. Das ist deine Schwester. So haben wir uns in diesem Riesenkomplex wiedergefunden. Unter vielen tausenden Menschen, ja, haben Sie sich auf diese Art und Weise wieder getroffen. Das heißt, man kann sagen, dieses Cello hat Ihnen tatsächlich, ja, das Leben gerettet? Absolut. Darum spielen alle Leute Cello in meiner. Schon genug jetzt mit den Cellisten hier. Mhm. Sie und Ihre Schwester waren dann, das muss man alles auch mal nachlesen, waren dann wirklich füreinander da, sind beide wechselseitig jeweils schwer erkrankt. Die eine, ja, in Auschwitz, dann auf dem Transport dann nach Bergen-Belsen. Auch da waren Sie, Sie haben es eben erwähnt, da waren Sie diejenige, die dann plötzlich schwach war, ja, und wo Ihre Schwester dann für Sie da war. Das heißt, Sie waren sich gegenseitig eine große Stütze. Kann man diese Bilder, das, was einem da widerfahren ist, kann man das jemals wieder aus seinem Kopf kriegen? Glauben Sie nicht, dass ich mein Leben damit verbringe, im KZ zu sein? Nein. Nein, absolut nicht. Natürlich kann man das. Ich meine, okay, in den Situationen wie hier oder wenn ich in den Schulen gehe, natürlich denke ich daran. Aber glauben Sie nicht, dass ich 24 mhm. Stunden meines Lebens im... Nein. Hört man irgendwann auf zu hassen? Sie haben auch das beschrieben. Ja, also Hass ist eine der schlimmsten Dinge, die es gibt. Ja, also ich habe die Deutschen wirklich von der tiefsten Seele gehasst und wollte nie wieder nach Deutschland kommen. Also meine Füße setze ich nie wieder auf deutschen Boden. Und Gott sei Dank, durch verschiedene Zufälle, ist jetzt zu lang zu erzählen, bin ich doch hergekommen mit dem Orchester nach Celle, weil ich wollte mir ansehen, was aus Belsen geworden ist. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn da habe ich Deutsche getroffen, die nach dem Krieg geboren sind. Mhm. Also ich werde nicht alle Leute hassen, die sind doch nicht alle Nazis. Ich meine, ich will nicht genauso blöd sein, wie die Leute damals waren. Und ich habe also keinerlei Probleme mit Deutschen. Mhm. Für mich sind Deutsche einfach Menschen. Ich meine, alle sind für mich Menschen, erst einmal, bevor ich weiß, was sie für ein Etikett haben. Mhm. Simon, letzte Frage geht an Sie. Wie sehr hat Sie das geprägt, das, was Sie von Ihrer Großmutter gehört haben? Dass er Cello spielt. Ja, abgesehen vom Cello. Das ist nicht der Grund, warum ich Cello spiele. Wenn ich das jetzt höre, also ich kenne die Geschichte vorwärts und nachwärts, aber irgendwie es ist sehr aufdringlich, also es berührt mich sehr. Mhm. Und dass ich auch jetzt neulich ein Vater geworden bin, auch wie Sie, 10 Monate. Und es ist für mich, das ganze Geschichte, viel, viel schwieriger geworden irgendwie. Mhm. Also jetzt, dass ich selber Eltern bin, kann ich diese Bilder nicht anschauen. Das ist unglaublich schlimm. Und es ist traurig. Ich bin wirklich traurig. Ich arbeite jetzt, ich mache viele Konzerte, aber gleichzeitig mache ich viele Education. Und ich arbeite mit jungen Musikern. Habe ich neulich einen Kurs über Musik von Theresienstadt gemacht, in Oldburg. Das ist ein junger Musikerkurs. Hat meine Großmutter auch, ist auch hingekommen, hat auch gesprochen mit den Kindern. 12 bis 18 Jahre. Und das ist sehr wichtig für mich, dass wir durch Education, Bildung, nicht nur über Holocaust sprechen, aber über die Gründe, über die menschlichen Gründe darunter. Was zwingt uns so miteinander, uns zu benehmen? Genau wie du sagst, kein Mensch. Man sollte erstmal Mensch und zweites oder ganz, ganz spät auf die Liste die Etikett haben. Ja. Wir müssen uns als individuelle Menschen behandeln, nicht als Landesmänner, nicht als Ausländer, Immigranten und so weiter. Das ist einfach
Es ist nicht ein Phänomen plötzlich, dass die Deutschen die Bösen waren. Wir sind alle böse. Ich, sie, jeder. Wir haben das alles drin eigentlich. Aber es war ein sehr geschicktes Organismus, was in die Nazizeit passiert ist. Das muss ich nicht jetzt erzählen. Wie es dann damals geschehen ist, ist es unique. Es ist eine einzige Mal Tatsache. Aber es passiert, es ist wie ein Cancer, ein Krebs. Das passiert überall irgendwie. Das ist in uns alle. Wir sind eine gefährliche Erfindung, wir Menschen. Wir müssen alle aufpassen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Anita Lasker-Walfisch, nicht ohne noch einmal erwähnt zu haben, dass man diese Autobiografie von 1996 ist, die, glaube ich, hoffe, das Buch ist noch irgendwo zu kriegen. Kaufen Sie, lesen Sie, dieses Buch, eigentlich Pflichtlektüre. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei Simon. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Simon Walfisch, dann bedanken wir uns sehr, sehr herzlich bei den anderen beiden Musikern hier in der Runde, bei Pierre und André Rieu. Herzlichen Dank und alles Gute. Vor allen Dingen für die große Deutschland-Tournee, die gerade über die Bühne geht, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unserem Experten für Mord auf dem Traumschiff, Sebastian Fitzek. Herzlichen Dank, Passagier 23. Vielen Dank, Sebastian. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich beim stellvertretenden Chefredakteur des ZDFs, Elmar Thewissen, der uns zum Thema Terrorismus Auskunft gegeben hat. Und damit schließt sich in gewisser Weise der Kreis, weil wir auch in diesen Tagen wieder sehr viel über diese diffusen Ängste reden, über die wir auch eben gesprochen haben, im Zusammenhang mit Menschen, die vielleicht ein bisschen anders aussehen als wir selbst. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht und morgen eine weitere Auschwitz-Überlebende bei uns, Eva Moses-Kohr. Und auch sie hat eine eindrucksvolle Geschichte zu erzählen. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.